So, einen ganz wundervollen guten Morgen, herzallerliebstes Zuckerschneckenpublikum. Eure Autogas-Prinzessinnen sind wieder on air mit einem täglichen, ja, Roadwalk für euch. Ich bin jetzt gerade erst in die Firma gekommen und gar keiner weiß, dass ich überhaupt da bin. Ich will mal kurz gucken, ob ich Dome die Kamera in die Hand drücken kann. Dann zeige ich euch, was hier heute so los ist. Natürlich wieder ungeschnitten, ungespielt. Auch guck mal. Ich weiß, dass du schon kommst. Mit Kamera an, wusstest du nicht? Überraschung. Guten Morgen. Och, guck mal, unser Uti ist auch da. Was macht denn dein SLK? Ist die neue Achse schon drin? Das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ach hier, Donald Duck Auto ist verkauft, ne? Ja, ich habe mich auf 300 Euro runterhandeln lassen. Also ich habe in 5 Jahren. Aber guck mal. Ich werde dich trösten. Außerdem, das Geld für ein SLK ist auf dein Konto. Ich weiß, hast du super gemacht. Habe ich schon gesehen. Was wollte ich sagen? Aber ehrlich, ist das nicht ein dankbares Auto? Sagt mal selber. 5 Jahre in meinem Besitz und nur 50 Euro Wertverlust. Besser geht's gar nicht, ne? Und keine Verschleißteile. Hier, wir gehen gleich raus. Alles heile, super. Nicht einmal auf der Bühne gewesen. Super. Markus ist gerade weggelaufen. Wir gehen gleich mal raus und gucken, was der... Hier, nimmst du mal die Kamera, dass meine Hackfresse da nicht immer... Ich will auch nicht schneiden. Ich weiß. Ich will schon mit Markus. Was sind deine Autoschlüssel? Der liegt oben im Büro auf dem Schreibtisch. Ich will heute mal eine andere Farbe sehen. Die andere, die rote Farbe, ne? Nee, ich will die weiße, unten rum. Achso, ja, dann geh doch hoch, hol den Schlüssel. Ja. Hier, guck, der Kaffee läuft schon. Ja, okay, dann nehme ich die Kamera jetzt hier hin. Und dann, ja. Trinken wir erstmal Kaffee. Jetzt ist doch ein Problem, Team. Welcher? Der Red Shark. Der schwarze? Ja. Mit dem, Mit dem Pentastar. Ach, Pentastar, mit dem. Der Pentastar. Ja, ja, 3,6er Pentastar ist da drin. Jetzt hier noch ein Problem. Echt jetzt? Ja. Hat er abgespeichert oder was? Ja, Kraftstoffbemessung und Schaltkraft. Ja, was machst du? Benzinruckel. Eine Bordstelle. Rücklaufleitung rein. Ja, zeigen wir gleich. Warte. Ja, nimm mal Kamera. Und nicht wackeln, ne? Und nicht? Nicht wackeln und gerade halten, genau. Hier, guck mal. Kippe in der Schnauze, Kaffee in der Hand und Kamera. Mhm. So hört sich das. Ja, fahr keine Boiler mal auf, dann schmier ich dir an. Schon noch drin. Genau. Ja, da muss auch. Und Kratzer auch. Da muss gar nicht. Kratzer. Da muss Öl drauf. Da müssen jetzt Sommerreifen drauf. Kannst du mal den Display drehen? Ich hab die Hände voll. Was? Kannst du mal bitte den Display drehen? Ich hab die Hände voll. Wohin? Zu mir? Nee, damit ich mich sehe. Dann seht ihr nicht, ob ich gerade. Ach so, okay. Ja. Los, willst du jetzt zeigen? Ja, der. Oh, meiner Hubert, mein Friseur. Nee, lange. Sieht ja so sexy aus, Junge. Urlaub. Was machst du denn da? Ah ja, kann man anbauen. Hast du das angebaut schon? Ja, ich in Bezug einer Umrüstung. Ah, genau. Ach, richtig. Hier, zieh mal das Radio raus, bitte, Richie. Ja, genau. Es war ein Kunde, da haben wir Autogasumrüstung gemacht und dann haben wir uns ausnahmsweise mal breitschlagen lassen, Anhängerkupplung mit dran zu bauen. Das Blöde ist, und Anhängerkupplung, die geben die manchmal an mit 2 Stunden Montagezeit und in Wirklichkeit bis zu 9 Stunden. Also richtig Bock haben wir darauf nicht gehabt. Weil man den ganzen Innenraum hier zerlegen muss. Ja. Das sind, wie lange warst du jetzt dran? Wie viele Stunden? Gestern ganze Tag schon. Ja, siehst du? Genau. 8 Stunden Arbeit, 2 Stunden werden berechnet oder 3 oder sowas, ne? Esatz muss man dran, oder hast du schon? Hast du schon dran. Okay. Und war gut einzubauen? Ich mach mal ein bisschen höher. Ja. What? Achtung, die neue Hebebühne, die kenne ich noch nicht so gut. Geht auch beide Seitenbedienung, ne? Ja. Das ist überhaupt das Schönste, dass die Amis heutzutage alle gescheite Bremsen mittlerweile drauf haben, ne? Zwar keine amerikanischen Brembo. Brembo ist doch, glaube ich, ein Italiener, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Das war ja mal das Problem. So bis 2005, 2006 waren die Amis immer gut, Motoren auch gut und so. Fahrwerk, so lala und Bremsen ging gar nicht. Ne? Das ist so ein 350 PS Ding, bist du den Berg runtergefahren, gebremst und war gleich krumm. Ne? Ja, Anhängerkupplung, super. Ja, siehst du, das ist nämlich auch so eine ganz häufig gestellte Frage. Wenn die Anhängerkupplung dran ist, stört das mit dem Tank? Nie. Also wir haben es noch nie gehabt, dass eine Anhängerkupplung irgendwie den Gastank stört oder so. Ne? Ja, ist doch schön gemacht, sieht sauber aus. Hast du die Schuhe schon ausgeschnitten? Ja. Aber schön sauber gemacht. Super. Schön. Super gemacht. Ja, so die Klappe, die immer dahinter ja, auch. Ja. Haben wir die auch gekauft oder hat die Kunde die mitgebracht? Hast du gekauft, die Anhängerkupplung, ne? Die Anhängerkupplung habe ich gekauft. Ja, ja, okay. Was kostet das? Das ist eine Westfalia. Ich musste mal reingucken. Ich habe sie nicht im Kopf. Westfalia ist nicht billig. Aber insgesamt, was haben wir da gerechnet? Anhängerkupplung mit Montage. Ich muss reingucken. Ich habe sie nicht immer umgekehrt. Das wäre natürlich cool zu sagen, weil wir haben diese Autos ja so oft. Ja. Ne, dann. Ich hab's nicht möglich, ich hab's jetzt nicht im Kopf. Schon ein paar 1200 Tage oder was? Oder 1000 oder so? Komplett mit Montag? Ich weiß gar nicht. Ich will nichts Falsches sagen. Ja, okay. Ja, so. Ach so, jetzt hier Rücklaufleitung legen, ne? Ja, das ist mal das Ärgerliche. Also wir haben diese Autos dann auch schon
ganz, ganz oft umgebaut, ohne Probleme. So, und dann kommt wieder eine neue Serie raus, das ist ja ein ganz, ganz neuer. Kalifornien-Zulassung, da erhöhen die im Kaltlauf den Kraftstoffdruck, um feiner zu verstäuben, die Abgaswerte noch irgendwie ein bisschen zu verbessern. Ja, und dann Überraschungen haben die Dinger. Das, und du siehst es wirklich nicht. Das ist ein Problem verursacht. Ne? Wir schalten ja die Benzindüsen elektrisch ab, dass die nicht öffnen. Es läuft ja Kraftstoffpumpe, alles läuft ja weiter und die haben ja keine Rücklaufleitung. Normalerweise fährt, wenn der Druck dann über einen bestimmten Level geht, das ist eine pulsweitenmodulierte Kraftstoffpumpe, fährt der Druck dann auch runter. Ja, manchmal aber auch nicht. Dann geht er über den Druck, wo er dann einen Fehler anzeigt. Und blöd, ja, was müssen wir machen? Rücklaufleitung. Wo gehst du da ran, Ritschi? Weißt du schon was? Bei da vorne, schon fertig. Ach, schon fertig? Wo denn? Ach, hier. Aua. Genau. Genau, hier könnt ihr jetzt mal gucken, das ist eine interessante Sache. Hier haben wir ein elektrisches Magnetventil reingebaut. Und zwar, wenn er auf Gas läuft, geht das auf und dann läuft der Kraftstoff wieder in den Tank zurück. Und hier können wir dann den Druck einstellen. Hier vorne, hier hinten mit der Schraube, kann man die sehen und lesen mit dem OBD-Tester ganz genau aus, wie der Druck auf Benzin ist. Und dann können wir das hier so einstellen, dass er auf Gas auch so ist. Ja, und das ist das Ganze. Das ist das ganze Geheimnis, ne? Ja, aber hat uns den Benzintank gelegt. Genau. Und da vorne einmal abgegriffen von der Zulaufleitung. Genau. Haben wir bei manchen Autos, aber hier bei dem Pentastar Jeep haben wir es ehrlich gesagt noch nie so gehabt. Jetzt wissen wir es auch wieder. Du bist hier drunter gerade. Nee, Richie ist ja nur 1,23 Meter groß und von daher ist das immer so ein bisschen schwierig. Ne, mein Hase? Guten Morgen. Ja, wollen wir mal zeigen, hier Fassade? Fassade? Was haben wir hier noch? Ein Tiguan. Ach, das ist ein Tiguan. Tiguan Direkteinspritzer, 2 Liter CAWB. Okay. Kriegt der VSI 2.0 DI rein, ne? Genau, schon mit fertig soweit vorne alles. Ja. Ist eigentlich nicht viel zu sagen. Ist eigentlich Standard einfach mittlerweile Ding geworden. Einfaches Ding. Gut. Tiguan, der Atlas, ist der auch schon fertig? Der Atlas steht draußen, da müssen wir noch ein Teil reinbauen. Das haben sie vergessen mitzuliefern, nicht schon. Ah, okay. Was ist das? Das ist ein Relais für die Hochdruckpumpe zum Abschalten. Ah, okay. Wir müssen zu Nico noch gehen, bevor wir an die Fassade gehen. Ja, dann geh. Ja, gehen wir erstmal Nico. Ich hoffe, er lackiert nicht gerade. Ich geh trotzdem rein. Guck, was noch läuft. Nico! Er ist gar nicht da. Doch, bist du da? Unser schöner 63er Impala. War auch wieder so komisch. Hat sich einer für interessiert und eine E-Mail geschrieben, ob wir den so verkaufen, wie er ist. Ja, verkaufen, wie er ist. Er ist jetzt mitten in Bearbeitung. Wir haben den die ganze Zeit oben stehen gehabt, irgendwie 2,5 Jahre, da war er nicht bearbeitet. War gut auch so, ne? Nur kein Datenblatt da, so ein paar kleine Lackmängel. Hätte man auch kleinen noch so haben, muss man die Zufahrtnahme selber machen. Der Rest ja, genau. Habe ich gesagt, ja, dann, wir sind da mitten in der Bearbeitung, aber dann gib mir mal deine Telefonnummer. Ja, kommt nichts zurück. Natürlich, Leute. Ja, mal gucken, wer kommt heute. Helmst du die Motorhaube? Boah, der ist so lang, ne? Und so Lackierkabine zu. Das fällt mir jetzt nicht durch. Gibt es eine Motorhaube? Ich komm mal durch, ich bin schlank. Oh, ist der Dutz wieder schön lackiert. Oh, mein Bester! Oh, was ist das? Achso, da hast du einen kleinen Läufer dran gehabt. Ja. So, wo bist du, wo hast du denn jetzt? Genau, Farbe gemessen, aber wir haben drei Vorschläge von der Farbe gekriegt. Da haben wir natürlich die Beste da dran gehalten, um zu gucken, nur die Beste erwischt. So. Und dann war nur hier so ein ganz bisschen Gemmel. Aber deswegen haben wir das Seitenteil neu lackiert eben halt. Und hier hat er eben auslaufen lassen. Ist ja bis wohin bist du mit dem Basislack gegangen? Bis hier? Ja. Ja, und hier ist dann der Original, also man sieht wirklich gar nichts. Wirklich schön. Hoffentlich kriegst du die Absacker dann raus. Ja. Ja, kein Problem. So. Sieht gut aus. Fassade? Ja, brauchst du sonst was? Ja, genau. Okay. Die Farbe passt wirklich gut, ne? Ja. Super aus. Ja, wird wirklich richtig, richtig sexy. Und hier vorne noch ein bisschen was, ne? Ja, genau. Da unten noch ein bisschen. Wird schön. Zeig mal her, weil ich kann die Kamera nicht richtig führen. Ja, dir wird es schon wieder zu schwer, ne? So. Ich hab nur ganz viel noch vor heute. Dirk, ich grüße das Murmeltier. Ich kann die Karriere nicht mehr sehen. Das ist so eine Sauerei. Haben Sie sich mal gemeldet auf Treffen? So, lass mal einfach weitergehen. Das ist einfach eine Schweinerei. Ja, Alex hat auch das Auto, weiß ich ja, wie das Auto irgendwann mal haben. Jetzt kommt die Sonne raus. Ja, der hat schon das angezeigt, den wollte ich ausliefern. Ne? Und mit ihm Whisky trinken und so weiter. Jetzt habe ich Tür ist offen. Tür ist offen, da hinten steht jetzt gerade nichts drin. Ist doch immer noch alles beige. Na, das ist schon sexy, ne? Ja.
Das hätte ich nicht gedacht. Hätte ich gedacht, dass das so geil aussieht, hätte ich schon vor ein paar Jahren mal gemacht. Wir gehen mal rum. Vor ein paar Jahren hatten wir keine Zeit, Alter. Ja, haben wir auch jetzt eigentlich nicht. Aber wir haben ja Gott sei Dank Markus. Schlimmste war hier die Fugen ausstreichen, ne? Ja. Hier sind immer noch so ein paar kleine Stellen. Egal, dass ich sie jetzt so vom Weiten nicht. Aber da hat er natürlich lange dran gesessen. Hat er gesagt, ich muss jede Fuge einzeln ausstreichen. Sei mal froh, dass es nicht komplett fließen muss. Ja. Stell dir mal denjenigen vor, der das damals alles gefliest hat. Da oben muss halt dieses Geschmiere noch abwischen. Ne? Ja. Das Firmenschild kommt ganz anders zur Geltung, auch mit dem dunklen Hintergrund. Ne? Ja, man sieht es vor allen Dingen gleich sofort. Ja, schön. Ja, das war alles rot. Da kommt, wie gesagt, dieser Masterbau. Wie heißen die Platten? Master, irgendwie sowas. So Aluminium, dann so eine Kunststoffschicht, dann wieder Aluminium. Ne? Kommt dazwischen und dann alles schön rot. Warum klebst du da ab? In ihr Streifen soll bleiben. Der Streifen soll bleiben. Ach so, ja, aber du wolltest nur noch von oben nach unten streichen. Bei oben ist dann alles gut. Hatte ich doch gesagt. Sieht doch scheiße aus. Mach, was du willst. Ja, mach ich eh. Hier habe ich eine neue Lampe bestellt, eine schöne. Ja. Ja, die kommt jetzt auch. Und hier hast du auch rumgesaugt. Hier musst du noch ordentlich ganz sauber arbeiten, ne? Nee, da habe ich nicht rumgesaugt. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Gut, dann mach das noch schön. Da muss ich mir einen ernsten Pinsel machen. Hier auch weiß streichen, neu, ne, Hasi? Ja. Ja. Ja, Nagelstudio. Gut. Schön. So, Ute SLK, ja, dann machen wir noch ein Video. Ute will den SLK verkaufen, natürlich an euch. Machen wir aber noch ein Video zu. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie fahren. Schon mal gucken. Gesagt, glaube ich. Ja? Ja, gut, müssen wir gucken. Irgendwie ölt er ein bisschen oder so Kleinigkeiten und deswegen irgendwo. Die hatten ja jetzt auch schon irgendwie, keine Ahnung, 5 Jahre oder sowas. Ne? Und ja, jetzt ist eben halt mal ein neuer SLK dran. Ja, die Ecke da ist auch gut geworden. Finde ich sogar ganz schön. Wenn man sich jetzt hier mal so hinstellt vom Weiten, ne? Du willst das Video beenden, ne? Du willst die Kamera nicht mehr halten. Zu tun. Das ist das Problem. Achso. Ich muss gerne nur eine Stunde durch die Gegend fahren mit diesem Jeep. Ist doch schon richtig, richtig schön. Was ich überlege, ich hoffe, dass das gut aussieht, wenn wir das oben rot streichen, weil die Fenster sind ja weiß. Da geht's. Mit dem weißen Fensterrahmen und dem schwarzen Anthraziten-Hintergrund geht das. Ich bin mal gespannt, wie das da oben aussieht. Ist halt so. Fenster sind weiß und der Hintergrund ist rot. Okay, ja, dann machen wir den Hof. Hier, da liegen die Steine schon. Da sind halt mal irgendwelche Klugscheißer drin. Die sitzen halt zu Hause vor ihrem Rechner, schreiben irgendwelche komischen Kommentare. Von wegen, ihr seid solche, so eine Dreckswerkstatt. Jede Ecke, überall liegt Müll rum. Es ist ja alles so scheiße. Ne? Habe ich auch drunter geschrieben, ey, mach erstmal das, was wir machen. Bau dir so eine Firma auf, hab keine großen Schulden. Sieh zu, dass du alles in Gang hältst. Und dann kannst du da drunter schreiben. So. Wer täglich unsere Videos guckt oder die Runde oder sieht, dass die Müllhaufen auch jeden Tag anders sind. Weil es wird jeden Abend aufgeräumt, aber wir machen so viel Neuware, wir kriegen so viel Tanks, Motorkits, dieses, dass da immer wieder neue Müll, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Und wer keine Lust hat, in eine echte Werkstatt zu fahren, der kann in irgendeinen gefliesten Showroom fahren. Und sein Auto auf Teppich stellen und Sahnölwechsel machen lassen. Genau. Die möglichst noch keine Ahnung von, noch nicht mal Ahnung von ihren Autos haben. Und aber wir sind Besenschwingen, das wissen sie. Was? Wir sind Besenschwingen, das wissen sie. Genau, ja. Und das sind eben halt so solche Sachen. Dieses Gebäude ist von 1963 und vor 10 Jahren habe ich das gekauft. So, da war der Hof noch in Ordnung. So, jetzt sackt das alles ab. Jetzt ist natürlich auch hier richtig Verkehr. Wir sind dran, ne? Da sind die Steine. Derjenige, der das schäbige Nagelstudio nicht sehen kann, der soll sich entweder verpissen oder soll halt ein bisschen abwarten. Das wird alles gut. Okay, meine Lieben, viel Beeil, wo das Tor auch rot streichen? Das macht doch einen geilen Kontrast, oder? Nee. Ach komm. Nee. Bisschen Farbe rein in dein Leben, Junge. Ja, habe ich schon. Ich arbeite für meine Nagel. Okay. Okay, meine Lieben, vielen Dank fürs Gucken des Daily Round Walk, Road Walks. Einer hat gesagt, guck mal hier, fällt das. Darf ich nicht filmen. Was? Darf ich nicht filmen. Aber guck mal, man sieht seine Silhouette. Ja. Der ist immer so lustig, ne? Den haben wir so lieb, ne? Der ist gut, ne? An Abend sitzt er mal bei mir zu Hause vorm Kamin und trinkt mit mir Whisky. Okay, meine Lieben, macht's gut. Tschüss. Ich hab mein Handy auch in der Tasche. Ich will noch ein bisschen jetzt so rumbaumeln.